Guten Morgen. Bist vorbeigekommen, um deinem alten Herrn vor dem Unterricht einen Besuch abzustatten, was? Hey. Viel Glück beim GOAT. Viel Glück beim GOAT, Schätzchen. Hallo Stanley. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Was kann ich heute für Sie tun? Ich habe diese Kopfschmerzen, die einfach nicht weggehen. Auch mit den Pillen von letzter Woche nicht. Meine Augen sind so lichtempfindlich. Die haben Sie immer noch. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ich kann noch ein paar Tests machen. Kann sich das bald mal ansehen. Ja, das wäre gut. Auf dem Weg, ihr blöden Tunnelschlange. Dauert das lange? Ich kann dir mal eine richtige Tunnelschlange zeigen. Ich muss für Sie nur ein paar Sachen vorbereiten. Mein Warten Gott. Sie. Butch, ich bin so schnell wie möglich wieder da. Als wir. Lass uns in den Lagerraum gehen, Amata. Ich zeig dir, was Spaß macht. Was los? Blöde Tunnelschlangen, kindliche Arschlöcher, wenn du mich fragst. Kannst du mit ihnen reden? Vielleicht. Meine Kämpfe allein austragen? Ich dachte, wir. Sie ist ein Nichts, Butch. Haut ab, ihr blöden Tunnelschlangen! Leg dich nicht mit den Tunnelschlangen. Was? In die... Was? In die... Kümmer dich... Da hast... Denkst du, du bist was Besonderes? Bloß weil dein Papa der Aufseher ist? Papas Mädchen, Papp... Die Tunnelschlangen sind die größten. Viel spät. Mir machst du keine Angst, Wally Mac. Ich kann dir mal eine richtige Tunnelschlange zeigen, Amata. Nun, Sie haben es geschafft. Sind Sie... Hat auch bei deinem Papa nichts gemacht. Sicher wirst du... Wir... Zeig's Los, ihr, Leute, Butch. Setzen Sie sich. Nun, jetzt, wo alle den Klassenraum gefunden haben, können wir ja endlich beginnen. Bitte quatschen Sie nicht und halten Sie Ihre Augen auf sich selbst gerichtet. Ja, ich spreche mit Ihnen, Mr. Deloria. Alles klar, Mr. Brudge. Es sei denn, es hat noch jemand anders aufschlussreiche Kommentare, dann können wir beginnen. Frage 1. Ein hektischer Vault-Wissenschaftler läuft auf Sie zu und schreit: Ich werde meinen Quantenharmonisator in Ihre Photonenresonanzkammer stecken. Wie lautet Ihre Antwort? Frage 2. Während Ihrer Tätigkeit als Praktikant in der Klinik stolpert ein Patient mit einer seltsamen Fußinfektion durch die Tür. Die Infektion breitet sich mit alarmierender Geschwindigkeit aus, aber der Doktor ist mal eben rausgegangen. Was tun Sie? Frage 3. Sie entdecken einen jungen Burschen auf den unteren Ebenen der Vault. Er hat Hunger und fürchtet sich, ist aber scheinbar im Besitz gestohlenen Eigentums. Was tun Sie? Frage 4. Glückwunsch! Sie haben es in eines der Vault 101 Baseballteams geschafft. Welche Position bevorzugen Sie? Frage 5. Ihre Großmutter lädt Sie zum Abendessen ein, reicht Ihnen dann aber eine Pistole und befiehlt Ihnen, einen anderen Vault-Bewohner zu töten. Was tun Sie? Frage 6.
Der alte Mr. Abernathy hat sich mal wieder in seinem Quartier eingeschlossen und Sie haben die Aufgabe, ihn rauszuholen. Wie gehen Sie vor? Frage 7. Oh nein, Sie wurden der Strahlung ausgesetzt und aus Ihrem Bauch wächst eine mutierte Hand. Welche Therapie eignet sich hier am besten? Frage 8. Ein Bewohner der Vault 101 ist im Besitz eines Grognak der Barbar-Comicbands, erste Ausgabe. Sie wollen ihn unbedingt haben. Wie bringen Sie